hinten drauf ansetzen. Wie würde das in Ihren Augen wirken? Man hört es nicht von Ihnen. Wenn sie eine Piratin wäre, würde ich das begrüßen, aber nicht als Kanzlerin. Das sind zwei unterschiedliche Positionen. Also, was Sie gerade gesagt haben, ist völlig richtig. Aber sie muss so tun, aber sie hat recht. Sie hat recht. Sie haben recht. Es fehlen viel zu viele Menschen in der Wirtschaft und in der Politik, die den Mut haben, manchmal zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe einen kennengelernt vor kurzem in Zürich, und das ist der Altbundeskanzler Schmidt. Der sagt, ich weiß es nicht, das halte ich für ausgeschlossen. Das können Sie recherchieren, das ist nicht lange her. Er hat eine Frage bekommen von einem Journalisten der NZZ, und zwar zu Religion und Islam. Und er hat folgende Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich habe dazu keine richtige Meinung, ich habe darüber zu wenig nachgedacht. Mhm. Eine ganz kluge Antwort. Was die Piraten sagen, ist nicht anders. Warum müssen wir zu jedem Thema dieser Welt eine Meinung haben? Es gibt Themen, wo wir darüber nachdenken müssen. Irgendwann werden wir eine Meinung bilden können, aber nicht jetzt. Also drängen Sie sich nicht permanent über jeden kleinen Thema eine Meinung zu haben. Und ich muss sagen, das kommt gut an. Denn diejenigen, die glauben, immer eine richtige Antwort zu einer Frage zu haben, sind die sogenannten etablierten Parteien. Und mit welchem Ergebnis? Dann hat man lieber eine kleine Partei, die anfängt, also einfach auf der Landschaft etwas zu werden, der den Mut hat zu sagen, ich weiß es nicht, ich brauche noch Zeit dafür. Denn die anderen haben immer eine Antwort. Sie können einen SPD-Politiker, einen Sozialist in Frankreich oder einen CDU-Politiker zu irgendeiner Frage stellen, der hat immer eine Antwort dafür. Das Ergebnis ist nicht so positiver als die Piraten, die keine haben. Also ich finde die Idee der Piraten, außerdem, ich finde toll in Deutschland, dass man über eine Partei, fast eine Stunde im Fernsehen redet, Piraten, eine Partei, die noch nicht richtig existiert. Aber das ist typisch. Jetzt wollen wir mal etwas hören über Menschen, die sich strukturieren müssen und so weiter. Finden Sie nicht, dass, ich bin gerade stolz, ein Deutscher zu sein, dass Neugier eine schöne Eigenschaft ist, wenn man sich zum Beispiel auch die Frage stellt, was das politische System, was die etablierten Parteien von den Piraten, über die wir jetzt auch kritisch gesprochen haben. Die Piraten werden Ideen haben. Also, ich würde Ihnen gerne mal was sagen. Moment, noch ein Wort. Die Grünen, es ist nicht vergleichbar, die Geschichte der Grünen mit der Geschichte der Piraten. Richtig. Aber eines muss man mindestens beobachten. Ein großen Teil der Ideen der Grünen über die letzten Jahrzehnte wurden von den etablierten Parteien übernommen. Ein Teil wurde von der SPD übernommen. Oh. Welche Partei in Deutschland ist nicht ein bisschen grün geworden? Durch die Grünen, Entschuldigung. Nein, jetzt haben wir aber eine ganz andere Diskussion. Moment, sind Moment. Ja plötzlich Moment. Und dann kommt etwas anders. Die Grünen war die mal Piraten. Gegen die NATO, gegen staatliche Gewaltmonopol, für die Selbstbestimmung ich der Frauen. Ich rede Grünen, wie Herr Schröder gesagt hat, Grünen, Sie reden über die und so weiter. Ja, Herr Gödel, Sie haben einen schweren Fall von Ex-Grünen an der Seite. Ja, jetzt auch ja ganz schwer. Und die Piraten werden Hunderten von Ideen bringen und davon werden welche von den regierenden Parteien übernommen. Dann lassen Sie uns doch mal hingucken und deswegen diskutieren wir darüber, was zum Beispiel etablierte Parteien lernen können. Transparenz ist so ein Schlagwort. Herr Schröder hat aufgezeigt, wo da auch Gefahren liegen. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel Entscheidungswege, wer wird was in der Politik erkennbar zu machen, da liefern die Piraten ein interessantes Beispiel. Das wird auch Herrn Henkel interessieren, könnten auch die Freien Wähler machen. Nehmen Sie einfach mal an, Sie wollen eintreten, entweder in die Piraten oder in die CDU. Schauen Sie mal, wie das unterschiedlich läuft. Mithören. Tagt der Parteivorstand der Piraten, also das oberste Gremium, kann das einfache Piratenmitglied übers Internet zuhören oder das Protokoll online lesen. Das CDU-Mitglied kann davon nur träumen. Was Angela Merkel mit ihren Kollegen beschließt, erfährt es gefiltert über die Partei oder aus der Presse. Mitgestalten. Piraten können ihre Herzensthemen in die Partei bringen. Sie können Anträge stellen und online von den anderen Mitgliedern darüber abstimmen lassen. Das nennen die Piraten Liquid Feedback. So kann das einfache Piratenmitglied mitbestimmen, welche Themen in der Bundespartei diskutiert werden. Diese Freiheiten haben einfache CDU-Mitglieder nicht. Manchmal lässt zwar auch die CDU ihre Mitglieder online über Bundesthemen diskutieren, über welche Themenkomplexe wird aber von der Parteispitze entschieden.
Mitbestimmen. Jedes Piratenmitglied ist auf dem Bundesparteitag stimmberechtigt. Es darf übers Parteiprogramm abstimmen und zum Beispiel den neuen Vorsitzenden wählen. Das einfache CDU-Mitglied hat beim Bundesparteitag nichts zu melden. Ob Angela Merkel CDU-Vorsitzende bleibt, entscheiden dort die Bundesdelegierten. Eine Gruppe von Delegierten, die wiederum von anderen Delegierten auf regionaler Ebene bestimmt wurden. Das einfache CDU-Mitglied wird also von einer Person vertreten, die es möglicherweise gar nicht kennt. Herr Henke, welche Version ist für Sie attraktiver? Ich glaube, dass wir mehr Bürgerbeteiligung bei der Auswahl des politischen Personals brauchen. Das ist völlig klar. Das kann man über solche Methoden und Formen machen, wie sie hier beschrieben werden. Aber ich bleibe dabei, wir brauchen eine Änderung des deutschen politischen Entscheidungssystems, was es dem Bürger ermöglicht, auch das politische Personal besser auszusuchen. Nehmen Sie mal ein schönes Beispiel. Das ist jetzt die Zweitstimme bei der Bundestagswahl. Da dürfen Sie nur die Partei ankreuzen. Und die Partei legt fest, wer denn dann auf die Wahlliste kommt. Ein Vorschlag des Konvents für Deutschland schon seit vielen Jahren ist, dass man auch als Bürger die Möglichkeit hat, bei der Zweitstimme sich den jeweiligen Kandidaten der Partei auszusuchen. Das heißt, dann ist man nicht mehr abhängig von den Apparatschiks, die da auf die Liste, auf den ersten Platz jemanden setzen, sondern sie können Platz 17 ankreuzen und dann kann eine andere Person in den Bundestag kommen als die, die gerade die Parteispitze will. Und wir haben im Deutschen Bundestag kaum Leute mit Wirtschaftserfahrung. Wir haben kaum noch Mittelständler dort. Wir haben fast nur noch Beamte oder Berufspolitiker. Es ist wichtig, dass wir auch eine Möglichkeit schaffen, durch eine Änderung des politischen Entscheidungssystems mal andere Berufsbilder in den Bundestag zu bekommen. Hier ist ein konkretes Beispiel. Das kann man machen, aber es passiert nicht. Und dass man zum Beispiel auch politische Entscheidungsträger mal persönlich wählen darf und nicht immer nur die Partei, auch das ist überfällig in diesem Land. Die meisten Deutschen wissen ja gar nicht, dass sie letzten Endes nicht mal ihren eigenen Bürgermeister wählen, sondern erstmal die Partei. Glauben Sie doch nicht, dass der Herr Albig jetzt zur Debatte, zur Wahl stand in Schleswig-Holstein, sondern es war die CDU oder die SPD. Das Gatter nicht ein bisschen weitermachen, nein, so langsam ist langweilig. Das ist vielleicht für Sie langweilig. Ich würde gerne über Inhalte reden und nicht über wir reden Formen grade, bürgerlicher Rituale. Wir reden gerade über die Möglichkeit und die Notwendigkeit, den Bürger am politischen Entscheidungsprozess besser zu beteiligen. Für was für eine Entscheidung? Wozu? Wohin soll es denn gehen? Für alle Entscheidungen. Wir können jetzt gern über die Steuerpolitik oder die Gesundheitspolitik. Das werden wir nicht. Aber das wollen wir doch nicht. Halten Sie es doch mal aus, dass man auch eine Systemfrage stellt. Das hätte ich nie gedacht, dass ich Sie... Herr Henkel stellt eine Systemfrage. So weit sind ich wir. Ich lache mich tot. Es geht um das politische Entscheidungssystem, was nach meiner festen Überzeugung viel zu sehr in den Händen der Parteien ist. Und das muss aufgelockert werden. Und der beste Beweis dafür, dass der Bürger und die Bürgerin das auch glaubt, sind zwei Dinge. Erstens die Wahlenthaltung, die größte Partei, 40% Nichtwähler, und der plötzliche Erfolg der Piraten. Frau C., wer hat denn Zeit, diesen aufwendigen Prozess, auch wenn es durchs Internet sehr viel schneller geht, wer hat denn Zeit und Lust, sich so um Politik zu kümmern, dass er tatsächlich, was sich so leicht sagt, ich möchte mitmachen, das aber auch in die Tat umsetzt. Wen sehen Sie da außer Ihrem Mann abends am Rechner? Ich kenne die nicht alle persönlich jetzt, die da mitmachen. Aber nach allem, was man hört, sind das ausgesprochen unterschiedliche Personen. Also zum Beispiel ist es nicht so, dass die Piraten jetzt in erster Linie nur ganz junge Interessenten oder Wähler oder Mitglieder anziehen würden, sondern man findet gerade auch unter älteren Menschen einen Haufen Leute, die das interessiert. Also ich glaube, Lust auf Politik haben in diesem Land viel mehr Leute, als man allgemein hin glaubt. Also dieser Begriff von der Politikverdrossenheit ist etwas, was medial sehr hochgekocht worden ist und was immer so diesen Eindruck erzeugt, es gäbe auf der einen Seite die Politik und auf der anderen Seite die Bürger und das wären eigentlich Gegensätze. Das ist natürlich totaler Quatsch. In der Demokratie ist Politik immer das, was die Bürger machen. Nur ist dieser Eindruck, dieses Gefühl dafür verloren gegangen. Die Bürger haben den Eindruck, sie könnten nicht mitmachen. Und bei den Piraten kriegen sie wieder ein Türchen geöffnet, wo sie eben sich einloggen können, metaphorisch gesprochen. Und ich glaube, diesen Drang, diese Lust darauf verspüren ganz viele. Und Zeit haben wir in diesem Land mehr als genug. Also so viel Freizeit wie die Deutschen hat ja kaum jemand auf der Welt. Also wenn es danach ginge, könnten wir alle eine hochpolitisierte Gesellschaft werden und
von mir aus auch andere Parteien mit den Methoden der Piraten so eine Offenheit herstellen. Die FDP versucht es übrigens gerade. Da wird gerade eine Kommission gegründet, die Partei dahingehend zu reformieren, dass viele Ideen der Piraten, Liquid Feedback und so weiter, aufgenommen werden, um eben den Mitgliedern der Partei das Gefühl zu geben, dass sie stärker beteiligt sind an den Willensbildungsprozessen. Ich wollte nur über eine Geschichte, die in Deutschland nicht sehr viel kommentiert worden ist, über die Wahl in Frankreich zurückkommen. Reden wir gleich drüber, wenn ich Ihnen das über verspreche. Die Vorwahlen der Sozialisten? Wir reden gleich drüber. Okay, gut. Wir reden gleich drüber. Das können Sie gerne noch mal anbringen. Dann. Ich versuche es im Land zu behalten, Herr Schröder. Ich kenne die Sendung nicht, deshalb. Ja. Ich wollte noch was dazu sagen. Ich glaube, dass man das ein bisschen überinterpretiert. Also dass ich glaube auch, ich teile, dass es keine Politikverdrossenheit, sondern eine Parteienverdrossenheit gibt. Aber ich glaube, dass man das überinterpretiert, dass jetzt alle plötzlich interessiert sind, so wie ein paar Piraten und ein paar Freaks jetzt Lust haben, da abends am Laptop zu sitzen und mitzumachen. Ich glaube, es geht ausschließlich darum, dass man das Gefühl hat, in einer Zeit, seit ich denken kann, bin ich groß geworden unter der permanenten Apokalypse. Also ich kann eigentlich, seit ich denken kann, hat man mir gesagt, morgen geht das die Welt nervt, unter. Ja. Es war der 11. September, es war die Finanzkrise. Also ich dachte immer, der Atomkrieg. Immer ging die Welt unter. Und plötzlich sieht man Leute, von denen man sagt, guck mal, die sind so naiv wie ich. Ich weiß die Weltformel auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Und plötzlich hat man das Gefühl, da sind Leute, die irgendwie nicht alles vom Ende her denken, wie die Kanzlerin immer sagt, sondern vom Anfang. So. Und das ist, glaube ich, das Einzige. Aber was mich stört, und das will ich auch sagen, weil Sie vorhin sagten, es ist so ein Lebensgefühl von jeder ist irgendwie individuell. Aber dann frage ich mich, warum ist diese Partei so radikal anti-individualistisch? Warum dieser Glaube an die Schwarmintelligenz? Warum haben müssen Vertreter dieser Partei im 21. Jahrhundert Angst haben, sich ins Fernsehen zu setzen, um Opfer eines Shitstorms zu werden, was ich für mittelalterlich halte? Und das finde ich so widerlich. Können Sie für meine Eltern mal kurz erklären, was ein Shitstorm ist? Ja. Nicht, dass die Angst haben, es wird schmutzig im Wohnzimmer. Also im Grunde, dass Piratenvertreter ja offen sagen, ich setze mich ins Fernsehen, ich vertrete meine Meinung, dann ist es eine Meinung, die von der Partei abweicht und dann gibt es im Internet Shitstorms, das heißt böse Beschimpfungen in großen Wellen über Twitter. Und das finde ich so furchtbar, das ist eine Kulturlosigkeit sondergleichen. Dafür muss ich dann echt sagen, sorry. Aber also das müssen wir, glaube ich, wirklich richtig stellen. Das hat was damit zu tun, mit diesem Sozialisationsdefekt völlig vereinzelt zu sein. Ich glaube, dass wenn man sich die Geschichte anguckt, wird man immer feststellen, dass alles, was wir vielleicht gemeinsam als Verbesserung für das Leben von Menschen interpretieren, ob Rechte oder soziale Schutzgeschichten, was auch immer, dass das immer das Resultat ist von sozialen Kämpfen von Menschen, die sich in öffentlichen Raum, eine Straße, einen Betrieb erobert haben und dann versucht haben, Gegenmacht aufzubauen in der Gesellschaft. Aber die haben sich getroffen, die haben miteinander gelernt, die haben voneinander gelernt, die haben auch gelernt, sich anständig zu streiten und keinen Shitstorm in irgendeiner technischen Form auszulösen, sondern die sind gemeinsam weiter. Und ich glaube, diese ganze Fetischierung von ich sitze abends an meinem Rechner, das ist nett, wenn man solche Techniken, aber es ist nur ein Hammer. Ich werde immer am schnellsten abgehackt. Verdammt, diesen Satz würde ich gerne zu Ende sagen. Ich glaube nicht grundsätzlich nicht, dass wenn man inhaltlich fortschrittliche, emanzipatorische Ziele hat, um mal Inhalt wenigstens hier anzudeuten in diesem Raum, dass man dann darauf verzichten kann, auf soziale Kämpfe, die auf Straßen stattfinden, mit anderen Menschen, denen man ins Gesicht sieht. Und das wird nicht ersetzt durch Technik, doch, sondern diese Technik, die Vereinzelung fördert. Das wird ersetzt. Nein. Ich möchte nur eine klärende Frage haben, Frau Dickfurt. Können Sie sich mal ganz ehrlich fragen, ist es vielleicht auch eine Abneigung zu sagen, ich fange jetzt auch noch an zu twittern, ich mache einen Facebook-Account und ich mache noch drei Kanäle auf, die Sie vielleicht, und da wären Sie nicht die Erste, die ab einem gewissen Alter sagt, da mache ich nicht mehr mit, sich davon abkoppeln, und dass Sie deswegen so leidenschaftlich... Ich glaube, ich habe manche Techniken länger, als manche Piraten alt sind. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, wenn ich zum Beispiel mit den vielen Piraten, die ich inzwischen kenne... Twittern Sie? Nein, das absichtlich nicht. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich Zeit zum Denken brauche und mich nicht verzetteln will. Sondern wenn ich viele Piraten treffe, dann kann ich mache Ihnen einen Vorschlag.
gehen Sie zu irgendeinem Piratenstammtisch und machen Sie ein paar Witze über bestimmte Internetfilme oder Elfenspiele oder Ritterspiele oder irgendwelche Formen von mittelalterlichen Mythen. Und Sie haben 80, bei einem guten Witz 80% der Lacher auf Ihrer Seite. Das heißt, das ist die Kultur, dahinter steht. Auch eine Kultur, sich aus einer Gesellschaft zurückzuziehen und vermittelt über Medien mit anderen in Kontakt zu treten. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn viele Piraten den Schritt machen würden, sich direkt in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen zu begeben und aber nicht die Technik zu setzen. Aber jetzt muss ich langsam was sagen dürfen. Nee. Ja, bitte. Also sonst platze ich und es gibt eine Riesensauerei, genau. 15 Minuten also, Vortrag. Also da geht jetzt gerade eine Riesendebatte auf und ich glaube, damit nähern wir uns wirklich dem echten Kern des Phänomens. Ja. Es ist tatsächlich ein Missverständnis und ich könnte jetzt auch sagen, ein Generationenproblem, dass es eben Menschen gibt, die wie Sie glauben, Kommunikation über Medien sei nicht dasselbe und wesenhaft anders als von Angesicht zu Angesicht. Dass die Piraten nicht ernsthaft diskutieren würden, ist überhaupt nicht wahr. Also es gibt im Internet auch nicht gesagt. Nein, weitersprechen möchte ich jetzt noch kurz. Also es gibt innerhalb der Piratendiskussionskultur, genau wie in allen menschlichen Zusammenhängen auf der Welt, hochqualitative Bereiche, die wirklich gut funktionieren und dann gibt es Shitstorms. Und der Shitstorm ist nicht eine Erfindung der Piraten und das ist auch nicht ein technisches oder politisches Instrument dieser Partei, sondern der Shitstorm ist etwas, was automatisch aus dem Internet kommt, weil das Internet der Ort ist. Bildzeitung für viele. Nein, das ist was ganz anderes als Bildzeitung. Der Shitstorm ist sozusagen der mittelalterliche Marktplatz, wo alle reden. Alle dürfen reden und plappern. Und natürlich gibt es da eine ganze große Menge von Leuten, die, wie andere das früher am Stammtisch auch getan haben, einfach mit der Faust auf den Tisch hauen und schreien, der spinnt, das Arsch, macht den kalt. So sind Menschen und im Internet hört man es, liest es. Ja, das ist der Unterschied. Aber anonym. Anonym. Danke, Frau Wustig, Frau Zehner gegenüber. Wir müssen das von der Partei trennen. Haben Sie jetzt ja? gemacht. Also, und jetzt versuche ich eine Überleitung zu Brigitte Büscher zu finden, ohne mit ihr Krach zu bekommen. Sie ist manchmal so eine Art Putzfrau des Shitstorms, darf ich das sagen? Brigitte, ich wusste, es geht schief, aber ich gehe jetzt trotzdem mal rüber. Ja, weil wir erleben das natürlich auch schon mal. Und es ist nicht so, dass es nicht alles ins Fernsehen kommt. Aber Brigitte bemüht sich halt einen tatsächlich wahrhaftigen Überblick über das, was los ist, in unseren Gästebüchern zu geben. Und manchmal ist auch ein Shitstorm darunter. Absolut. Brigitte, wie ist es heute? Ich habe frisch meine Gummihandschuhe abgelegt und lese nun vor. Also, wir haben tatsächlich ziemlich viel Diskussion über diesen neuen frischen Wind, der da von See weht und so Kurs nimmt aufs etablierte Politiksystem. Aber keine Piraten-Wortspiele. Nicht nur. Nein, also wir haben tatsächlich, nur stehen die Piraten im Mittelpunkt, aber auch die freien Parteien. Frau Himmer aus München ist schon auch bei den Piraten. Sie sagt, sie freut sich darüber, dass das Parteiensystem in diesem Land gehörig durcheinandergewirbelt wird. Und Unterstützung kriegt sie auch von Herrn Weiler aus Hanau. Er hat uns angerufen, er sagt, mit Blick auf die Wahl gestern in Schleswig-Holstein, ganz niedrige Wahlbeteiligung. Und er sagt, in dieser Politikverdrossenheit kommt die Piratenpartei genau richtig und bietet das Potenzial, denjenigen wieder eine Plattform zu bieten, die sich in den etablierten Parteien nicht vertreten fühlen. Grundsätzlich geht es vielen, die sich so ein bisschen auf die Seite der Piratenpartei stellen, um das Prinzip mehr Bürgerbeteiligung. Und im Gästebuch hat uns unser Zuschauer, der Querulant, 57 Jahre alt, geschrieben, der Abstand der politischen Eliten vom Volk ist so exorbitant groß und die demokratischen Möglichkeiten des Volkes sind so gering, dass nur eine Veränderung des Systems hin zu mehr direkter Demokratie die Demokratie noch retten kann. Beim Querulanten noch mal einhaken, das fällt uns ja auch auf, dass auch unsere Zuschauer oft anonym posten. Wie geht diese Anonymität, Frau C., mit Transparenz zusammen? Da gibt es Menschen, die nennen sich Querulant oder Twitter-Baby 28 und ziehen über Herrn Schröder, Herrn Gödewehr, Herrn Henkel, Frau Ditfurth, mich, Brigitte, die wir hier mit Namen stehen. Wie ist das mit Transparenz? Ich habe das vorhin schon mal versucht zu erklären. Die Forderung nach Transparenz richtet sich hoffentlich, jedenfalls wie ich sie verstehe, nicht auf die gesamte Menschheit, sondern auf Menschen in öffentlichen Ämtern. Also wir hier gerade haben jetzt nicht alle ein öffentliches Amt, aber wir gerieren uns als Personen des öffentlichen Lebens. Deswegen stehen und sitzen wir hier mit unserem Gesicht und unserem Namen. Und da finden Sie das in Ordnung, dass der Querulant, ohne Namen zu nennen, über Sie... Ja, ich finde das in Ordnung. Es darf doch auch jemand, wenn ich über die Straße gehe, der sitzt im Café und macht dieses People-Watching, ja? Dann darf der auch denken, was ist das denn für eine alte, hässliche Kuh, wenn ich vorbeigehe, ohne dass ich weiß, wie der Herr heißt. Henkel, das ist, was Menschen tun. Ich schreibe seit ungefähr 3 Monaten bei Handelsblatt Online und beobachte die Diskussion. Das sind ja dann die Online-Leserbriefe. Die sind von einer dermaßen dürftigen Qualität, dass ich mich manchmal frage, ich gebe das ganze Ding wieder auf. Ja, aber was erwarten Sie von den Menschen? Lassen Sie mich das doch mal sagen.
Jetzt schlagen Sie mal eine Tageszeitung auf. Da ist sehr oft gerade die Seite mit den Leserbriefen die erfreulichste, interessanteste und beste Quelle der Information, die man kriegt. Weil eine Redaktion dahinter steht und schnell auswählt. Nein, weil dort Leute mit ihrem Namen unterschreiben. Nein, das weil ist die ausgewählt der, werden. Das ist der große Unterschied. Danke. Brigitte, danke. Ein mutiger Mensch bei unseren Zuschauern, der sich mit vollem Namen nennt. Alexander Schmidt heißt, der 26 Jahre alt ist, der alt. Er hat bei uns ins Gästebuch geschrieben und sagt, ich kann mich voll und ganz mit den Piraten identifizieren. Ich sehe mich wieder gespiegelt. Authentizität, Menschlichkeit, Bürgernähe, dafür stehen Piraten und ich bin stolz darauf. Nicht alle sind, ich sag jetzt nicht segeln auf diesem Kurs, nein, also nicht alle sind so ganz bei den Piraten und ganz oft geht es um das Thema Inhalt. Wie viel Inhalt haben die Piraten in ihrem Parteiprogramm oder haben ja eigentlich nicht wirklich eins? Und bei Facebook wird heiß diskutiert. Jonathan Dempsey schreibt, ich denke, dass die Piraten lediglich eine kurze Zeit als Mitstreiter im politischen Wettbewerb teilnehmen werden. Für ein langfristiges Engagement sind sie zu unorganisiert und zu inhaltslos. Darauf antwortet direkt Ronny Paceman und sagt, wenn ich das schon wieder lese, die Piraten seien inhaltslos. Und dann kommt was, das muss ich vielleicht übersetzen, das heißt so viel wie Urk. Steht da. Hast du es jetzt schon übersetzt? Nee, das die Piraten wollen, dass wir Bürger uns selbst mit Politik beschäftigen, verstehen, warum Entscheidungen getroffen werden und wer dahinter steckt, welche Einflüsse auf eine Entscheidung gewirkt haben. Es geht also nicht darum, ein Programm zu wählen, sondern selbst mitzuwirken und sich selbst Gedanken zu machen über die Politik. Herr Kelter aus Hamm ist enttäuscht von den Piraten. Er sagt, ich werde die Piraten nicht mehr wählen, obwohl ich dies einmal getan habe. Da sich die Piraten davor drücken, mit realen politischen Themen, zum Beispiel mit dem Themenressort Außenpolitik, auseinanderzusetzen, sondern nur mit ihren ureigensten Belangen. Ganz spannend, ein Tipp von einem jungen Zuschauer, Michael Theissen, 25 Jahre aus Korschenbruch. Er gibt einen Tipp an die etablierten Parteien, wie sie mit den Piraten umgehen sollen. Und er sagt, eigentlich müssen die Piraten, die etablierten Parteien nur mal ganz genau sagen, was die Piraten nicht wollen. Und sagt, sie sollen viel deutlicher machen, was die Piraten wollen und fordern. Sie fordern die Legalisierung von Koks und Heroin. Sie halten bedingungsloses Grundeinkommen für sinnvoll und machbar und leugnen die Existenz von geistigem Eigentum. Und wir haben mehrere Zuschauer, die dass eine Frage... Dass das eine spitze Interpretation ist dessen, was da diskutiert wird, machen wir mal als Anmerkung. Ja, aber eins, eine ganz Frage, die viele Zuschauer gestellt haben, geht ein bisschen in Richtung von Frau C. Frank Kietling ist einer von denen aus Karlsruhe und sagt, wovon möchte Frau C. denn leben, wenn die Piraten alles geistige Eigentum kostenlos ins Internet stellen? Es gibt dann kein Einkommen mehr für Künstler, Fotografen. Sie ist Schriftstellerin und lebt von ihren erfolgreichen Büchern. Was antworten Sie unserem Zuschauer? Ich möchte das geistige Eigentum sehr gerne erhalten. Und ich hoffe auch, dass, wie Sie schon angedeutet haben, es tatsächlich eine Überspitzung ist, zu sagen, die Piratenpartei leugnet die Existenz von geistigem Eigentum. Also was dort angeregt wird bislang, ist zu überdenken, inwieweit man Urheber- und Verwertungsrecht an die technischen Bedingungen der Gegenwart anpassen muss. Also zu sagen, das wird jetzt alles geleugnet was und abgeschafft. Das heißt, geht, ist eine eigene Sendung wert. Ja. Ein letztes Mal noch was zum Thema Piraten und Inhalt. Unser Zuschauer Guido, 35 Jahre alt, hat ins Gästebuch geschrieben. Für die Wähler ist der Reiz der Piraten, endlich eine Fraktion in die Parlamente zu bekommen, die sich nicht zu schade ist, unbequeme Fragen zu stellen und sich dabei notfalls auch zu blamieren. Dabei haben sie für viele Wähler bereits ihren Zweck erfüllt und dafür braucht es, Klammer auf zunächst, Klammer zu, auch nicht einmal ein Programm. Dankeschön, Brigitte Bischer, für diesen Überblick. Unser Thema... Applaus für unsere Zuschauer und Brigitte. Unser Thema, die Quittung, wenn Wähler wählen, was sie wirklich wollen. Und da sind ja nicht nur in einem Bundesland von Deutschland im Norden die Weichen gestellt worden, sondern ganz entscheidend auch in einer ganz bestimmten Richtung in Europa. Und ich habe nicht nur Herrn Gödewehr versprochen, eben, dass wir darüber reden, es geht in eine ähnliche Richtung, sondern ich glaube auch Herr Henkel, den drängt es dazu was zu sagen, was passiert ist in Frankreich und in Griechenland. Griechenland und Frankreich. Zwei Wahlen in Europa, zweimal ein klares Signal. Die Wähler haben genug vom Sparen. In Griechenland ist die Lage seit heute Abend völlig unklar. Die konservative Nea Dimokratia ist mit der Regierungsbildung gescheitert. Jetzt liegt der Ball wohl bei den radikalen Linken. Sie sind gestern zweitstärkste Kraft im Land geworden und fordern ganz klar, gar keine Schulden mehr zu begleichen. Ein klares Signal auch von den französischen Wählern. Mit François Hollande haben sie einen Präsidenten bestimmt, der den strikten Krisensparplan Europas samt Schuldenbremse ablehnt.
Deutschland entscheidet nicht allein für Europa, stellte er schon im Wahlkampf klar. Und gestern Abend legte er dann noch einen drauf. Es wird viele Länder geben, die nun erleichtert und hoffnungsvoll sein werden, dass das Sparen kein unabwendbares Schicksal ist. Herr Enkel, mit dem griechischen Chaos und mit der Wahl von Hollande, ist er für Sie ein Albtraum wahr geworden? Nein, weil ich eigentlich schon darauf vorbereitet war. Denn selbst wenn Sarkozy wiedergewählt worden wäre, das muss man klar sehen und wissen, wäre es zu dem wichtigsten Aspekt des Fiskalpaktes, nämlich der Schuldenbremse, in Frankreich gar nicht gekommen. Denn wie Herr Godewehr sicherlich bestätigen kann, braucht man auch in Frankreich für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit. Und die wäre auch unter Sarkozy gar nicht zustande gekommen, weil die Sozialisten gegen diese Schuldenbremse sind. Nur unsere Bundesregierung hat den Deutschen suggeriert, dass diese Schuldenbremse käme. Dabei hätte sie eigentlich wissen müssen, dass die Franzosen das größte, neben uns das größte Wirtschaftsland in Europa, diese Schuldenbremse gar nicht haben will. Und das, was jetzt in Griechenland passiert, ist ähnlich. Auch dort haben über 50% der Wähler sich gegen das ausgesprochen, was die frühere Regierung uns versprochen hat, für die Übergabe von insgesamt 380 Milliarden Euro, die die anderen europäischen Länder bereits, die Eurozonenländer bereits dort rübergeschoben haben. Mit anderen Worten, der Fiskalpakt, das Wichtigste, die sogenannte Brandmauer zwischen dem deutschen Steuerzahler und Politikern in anderen Ländern, diese Brandmauer, heißt ja Fiskalpakt, den können Sie ab gestern in der Pfeife rauchen. Den gibt es nicht mehr. Und selbst wenn jetzt Herr Hollande zurückkommt und sagt, wir werden jetzt ein paar Wachstumselemente mit einbauen und im Übrigen verspreche ich Ihnen zu sparen, ist das völlig irrelevant, denn die Schuldenbremse kommt in Frankreich nicht. Und das dritte Rettungspaket für Griechenland, das können wir jetzt schon schnüren. Herr Godewehr, sehen Sie das ähnlich pessimistisch? Nein, nicht so sehr. Nicht so sehr. Ich wollte vorher, wenn Sie das mir erlauben, das geht in die Richtung, was Herr Henkel sich wünscht, was die Politik angeht. Es wurde in Deutschland zu wenig erwähnt, wie Hollande zum Kandidat geworden ist. Das ist einmalig in Frankreich gewesen. Die Sozialisten haben sich in einem Vorwahlsystem an allen Wähler, nicht nur die sozialistischen Wähler, gewandt und gesagt, also wen möchten Sie als Kandidat haben? Und dann waren 6 Kandidaten. Also damit die Deutschen das verstehen, das würde bedeuten, Steinmeier, Steinbrück und Gabriel würden Kandidaten und nicht nur die Mitglieder der SPD würden bestimmen, wer Kandidat als zukünftiger Kanzler sein wird. Das ist in Frankreich ein Riesenerfolg für die Sozialisten und auch für die Politik gewesen. Das war das erste Mal, dass wir genau ein bisschen wie in Amerika. Das wollte ich nur sagen, das funktioniert sehr gut. Und deshalb, die Legitimität von Holland war im Voraus schon klar. So, was das Verhalten von Holland angeht, ich weiß es nicht, was er machen wird, Herr Henkel auch nicht, und wir wissen es nicht. Ich weiß nur eines, er wird mit Deutschland genauso eng arbeiten wollen, nicht nur müssen, wie Sarkozy. Und das erste Signal werden Sie erleben in 8 Tagen, wenn Hollande den Premierminister ernennen wird. Das wird mit größter Wahrscheinlichkeit ein Jean-Marc Ayrault sein. Vergessen Sie den Namen nicht. Ayrault ist insofern wichtig, weil er ein total ausgebildeter Deutschlehrer ist. Das ist das erste Mal, dass ein Premierminister in Frankreich, Strauss-Kahn war ein bisschen so mit der deutschen Sprache zu Hause, aber Deutsch fließend sprechen wird, was natürlich für die Verbindung mit der deutschen Regierung eine enorme Hilfe sein wird. Hollande hat schon angedeutet mehrmals, man muss im Voraus nicht sagen, er will nicht mehr sparen, er will ausgeben. Das einzige Versprechen, was er gemacht hat, ist 60.000 Lehrer einzustellen. Mehr hat er nicht getan. Und in dem Fiskalpakt ist sowieso schon Wachstumselemente inbegriffen, auch von den Deutschen. Und was er während der Wahl versprochen hat, ist zu sagen, man muss sparen. Vergessen wir nicht, Holland ist seit 20 Jahren ein Mitglied des Rechnungshofs in Frankreich. Er weiß, was Zahlen bedeuten.
Und insofern, er hat gesagt, wir werden weiter sparen müssen, wir müssen uns anstrengen, aber gleichzeitig müssen wir jetzt ein Komponent haben, und zwar Wachstum, damit natürlich ein bisschen etwas in Bewegung kommt in der europäischen Wirtschaft. Und das wollen die meisten Länder, auch die Deutschen. Vielleicht nicht in dem Maße der Franzosen, Italiener oder Spanier. Und deshalb ist die Dissonanz oder die Diskrepanz in der Politik nicht so groß, wie man sich wünschen würde. Es ist es nicht. Denn wie gesagt am Anfang von mir, ich glaube, die Märkte, Finanzmärkte und Wirtschaft bestimmen die Richtung und nicht nur die Politik, wenn überhaupt. Insofern, es wird keine Enttäuschung sein für Deutschland. Holland wird mit einigen neuen Farben die Politik von Sarkozy fortsetzen. Frau C., wenn Sie hören, wie Herr Gödewehr zum zweiten Mal in dieser Sendung sagt, das ist, darf ich das mal so zusammenfassen, immer gefährlich, dass es relativ egal ist, was Politiker ankündigen, die Märkte sind stärker, die Wirtschaft ist stärker? Ja, natürlich, wer glaubt das anders? Es gibt noch ein paar Deppen, die tun so, als ob. Ach, natürlich, aber wissen Sie, manchmal habe ich den Eindruck, Erwachsenen Wähler glauben,